Da und alle müssen in die Schule. Ja. Oh, aber wirklich alle und der muss zur Arbeit. Einsame Pause. Ja, jetzt eine Pause. Heute niemand mit mir. Bin ich nicht mehr. Bin ich nicht mehr. Frag halt andere Kinder, ob du mitmachen kannst, du dummes Kind. Guck mal. Danke für deinen Rat, Buffy, Mama. Was? Ich hab dich leider nicht ganz verstanden. Was meinst du? Meine Hausaufgaben nicht richtig. Ich hab alles manchmal nicht schwer. Dann arbeite weiter dran. Übung macht den Meister. Oh, danke schön, Mama. Geh arbeiten. Fehlt bei der Arbeit. Geh arbeiten. Nicht am Busch schneiden gehen. Geht in die scheiß Schule, ihr Lappen. Was ist mit Gregoria? Die hatte überhaupt keine Herausforderung, oder was? Nö, die hat gezockt. Hallo, Schule, junge Frau. Schule. Ja, das Spiel ist voll doof. Da kann niemand gegen niemanden kämpfen. Das bedeutet, wir sind mit Buffy allein zu Hause? Kämpfen. Krass. Zeit zum Staubsaugen, oder? Zeit, um den Pinguin-Fernseher einfach zu begutachten. Ja, sie hat ihn halt einfach angeguckt. Die kann jetzt erstmal Ausdauerlauf machen. Warum stehen da Hotdogs, Tofu-Burger? Das sind doch keine Tofu-Burger, das sind Tofu-Hotdogs. Ja, vielleicht sind es ja lange Burger. Alter, ihre Wäsche ist bis da hinten hin materialisiert. Oh, jemand hat seine Hausaufgaben auf dem Tisch liegen lassen. Morgen ist Bugsy dir alle. Was? Ja, morgen ist Bugsy dir alle. Und das sind die Objekte, die wir brauchen, um daran teilzunehmen. Deinen Ofen haben wir ja. Was ist das? Campingofen. Nee. Ein Klavier. Wir haben kein Geld. Was wollen die von uns? Oh, Dekogegenstände. Irgendwas, was für Bugsy dir alle... Ja, so ein Schneemann. Weihnachtsbaum. Geschenke. Das ist nur Dekoration, leider. Oh, ich freue mich, wenn wir Halloween feiern in Sims. Und bald kommt ja auch das neue Pack raus. Ich hatte mich kurz schon darauf vorbereitet, mich ein bisschen auszulassen über... Oh, wir haben das und den Feiertag. Ja, lass mal gucken, was wir kaufen können. Oh, wir haben kein Geld. Oh, Deko-Gegenstände. Und nein, danach ist wieder Lotto. Alter, vielleicht gewinnen wir ja diesmal. Also wir müssen dann morgen ein bisschen backen, Kunst und Musik und trinken. Wir gewinnen nie im Lotto. Derp hat mal im Lotto gewonnen bei Sims. Und? Halt, vor allen Dingen, der Typ heißt nicht umsonst Derp. Was hat er denn gekriegt? Irgendwie so 1 Million Simoleons. What? Ja. Damit könnten wir uns so viele Sachen kaufen wie Liebe. Oh nein, der Rattentod will spielen. Können wir da nicht einen zweiten Rattentod reinsetzen? Leider nein. Nur ein Rattentod? Ja, das ist halt übelst traurig, typisch Amerikaner. Erstmal alles aus Plastik. Mega scheiße. Erstens mal Plastikkacke. Zweitens für Tiere überhaupt nicht gut. Und dann noch Einzelhaltung. Das ist so, auch Leute immer so, ja, ich will lieber eine Katze haben, weil die kann man ja alleine halten. Nein, es gibt ein paar Katzen, die hassen andere Katzen, aber meistens aus Gründen und die sind dann schon älter. Kleine Babykatzen hält man nicht alleine. Ja. Hunde auch nicht. Ja. Stellt euch mal vor, ihr werdet irgendwo in einem Zimmer, vor allem bei Katzen, also Leute immer so, oh, ich habe eine 60 Quadratmeter Wohnung. Ach, dann packen wir 5 Katzen rein. Ohne Freigang. Ohne gesicherte Fenster. Ah, okay. Ich bin immer ein bisschen triggert. Das geht schnell. Ist okay, mach ganz ruhig. Stellt euch vor, ihr seid ruhig. Der einzige Mensch in einem kleinen Raum. Und niemand versteht euch. Ihr wollt doch dann jemanden haben, der mit euch leidet, wenn ihr schon eingesperrt seid. Traurig. Das ist wirklich traurig. Das ist wie hier. Ist sie schon dünner geworden? Also wir sind ja hier auch in diesem Viereck eingesperrt. Ja, ich meistens. Du bist manchmal weg, weil du auch in einem Rabbit Hole verschwindest. Wie die Sims.
What? Naja, Rabbit Hole nennt man das, wenn die Sims zu einer Karriere gehen und dann einfach verschwinden. Boah, Alter, Buffy, ey. Ja, schon ein bisschen, ne? Bisschen übernommen. Hau raus jetzt hier. Ja. Ungepflegte Anlage. Die Gartenanlage am neuen Arbeitsplatz von Toad ist beeindruckend, aber nicht so liebevoll gepflegt wie sein eigener Garten. Welchen meinen die? Egal. Was soll Toad tun? Der Arbeitsrichtlinie Folge leisten und die Serviceanfrage einreichen oder die Anlage pflegen, bevor er seine eigentliche Aufgabe in Angriff nimmt? Richtlinie befolgen. Also eigentlich befolgt man die Richtlinien und warte kurz, wir können. Man befolgt die Richtlinien. Was? Man befolgt die Richtlinien. Okay. Cool, Toad stellt gemäß den Richtlinien eine Serviceanfrage und wartet darauf, dass der Dienst kommt und den Garten pflegt. Nach ein paar Stunden kommt der Chef von Toad und bleibt beim Anblick des Gartens abrupt stehen. Toad wird ausgeschimpft, weil er nicht die Initiative zur Reparatur des Gartens ergriffen hat. Es mag zwar der Richtlinie entsprechen, eine Serviceanfrage zu versenden, aber untätig herumstehen ist auch nicht die Lösung. Hä? Ich dachte, der arbeitet dann nebenbei. Da stand ja nicht, dass er seine Arbeit nicht machen kann. Dann wäre das natürlich was völlig anderes gewesen. Was ist denn das? EA! Entschuldigung. Ist nicht so schlimm. Oh, vielen Dank, Rattentod. Die Ärzte des Krankenhauses Heiliger Strohsack möchten Rattentod ihren Dank aussprechen. Dieses Jahr wird als Jahr in die Geschichte der Medizin eingehen, in dem ein komplett funktionsfähiges Ohr auf dem Rücken von Rattentod gezüchtet wurde, das dann einem Ohrlosigkeit leidenden Sim implantiert wurde. Ein Hoch auf Rattentod. Ja, uiuiuiui. Ist dir ein Ohr gewachsen? Aus dem Arsch raus ist gewachsen. Oh, okay, wir haben jetzt Level 5 der Fitnessfähigkeit, aber der Arsch ist immer noch real. Ja, Vorführung, Urteilen oder Kolumne schreiben. Haben wir das jetzt schon? Müssen wir das noch tun? Das müssen wir noch tun. Ich will jetzt einfach eine scheiß Kolumne schreiben. Yes, please. Das würde mich auch sehr glücklich schätzen. Weil wir brauchen Geld und rat mal, was wir kriegen, wenn wir nicht arbeiten. Kolumne schreiben. Genau, Kolumne schreiben. Das sieht ja aus wie Pesto hat an den anderen Schülern außerhalb des Unterrichts ein unanständiges Kunstwerk gezeigt. Okay, also Pesto hat den Kindern was Unanständiges gezeigt. Fängt es mit P an und hört mit Ohren auf. Der nachfolgende Unterricht wurde immer wieder durch Kichern gestört. Kreativität sollte gefördert werden. Das Bild konfiszieren auf mein Kind. Gib mir den Pesto wieder! Nein, Kreativität sollte gefördert werden. Findest du? Na klar. Das aber ist Pesto. Der ja, macht ja. Das, ja, klar. Also Kreativität beim Pest finden ist okay? Ja, voll klar. Dann ist das so. Siehst du da? Seine Manieren sinken. Genau das, was wir wollten, weil Pesto darf keine guten Manieren haben. Okay. Hallo, Nachbar. Hast du ein bisschen Lust abzuhängen? Ich bin gar nicht da und schon reingekommen. Hallo, na? Boah, Pampa. Siehst du, das sind meine Schuhe. Arbeiten. Ich hab goldene Schuhe. Nein, das sind Socken. Du trägst auch golden shoes right on my feet. Warum spielst du mit der Voodoo-Puppe? Warum gibst du der mehr Liebe als mir? Und warum leuchtet die so komisch? Verdient ist verdient. Nein, das habe ich nicht verdient, Lisa. Ich bin dem einfach nicht... Nein, wirklich, wirklich... Ich habe das nicht verdient. Das ist viel zu viel, Isa. Ich habe das so nicht wie verdient. Du heute Nacht schläfst. So Gott will, dass ich schlafe, werde ich es tun. Und dann nehme ich das auch hin. Mach ich wirklich. Ich mache ein Foto davon, ein kleines Video auf Instagram. Nach deinem Wecker heute Morgen hast du das verdient. Du hast gesagt, ich soll nicht mehr dran denken. Du hast gesagt, das ist alles okay. Mehrfach. Jetzt kriege ich einen Finger ins Ohr. Kauf mir lieber goldene Schuhe, wie dort bei den Sims. Papa, du musst gehen. Du willst schlafen. Ja, ich will schlafen. Ist in Ordnung. Danke, tschüss. Oh, jetzt im Auto. Hier ist immer noch der Mini-Kürbis. Oh Gott. So, haben wir nicht noch irgendwas, was wir authentifizieren? Ja, voll viel. Gut. Ja, wir haben ja... Eins. Wir haben auch noch was bei dir im Inventar.
Wenn du also das nächste Mal da bist. Achso, das geht ja nicht. Ja, das wird nicht so klappen. Das ist ein bisschen doof, aber ja. Komm jetzt hier, zack, zack, hopp, hopp, hopp. Auf. Los, komm, deine Kinder sind bald wieder da. Ist so. Buffy, was soll denn das? Beeil dich. Wie sie das anstarrt, so als ob das was bringen würde. Ach, so ein Dussel. Buffy ist so ein... Nee, läuft gar nicht. Hat sie die Kolumne geschrieben? Ja, aber das zählt wohl noch nicht für heute, weil wir ja Urlaub haben. Fuck. Ja. Naja, aber das ihre Schreibfähigkeit ist dadurch gestiegen, das ist doch auch schön. Aber guck mal die Arbeitswoche an. Das ist doch voll doof. Du hast nicht zwei Tage hintereinander frei. Ja. Naja, sie muss halt Samstag, Sonntag arbeiten, wegen den ganzen Shows. Und, Fuck you undo. Ja, fuck you undo. Okay, wir laden fuck you undo mal ein. Alter, da kommt das Teufelstrio, ey. Die satanische Lüge in die alkoholischen Kinder. Wo ist denn das jetzt? Hunger ist mit einem Schulprojekt nach Hause zurückgekehrt. Der Abschluss des Projekts erhöht den schulischen Fortschritt. Also haben wir alle Probleme mit Papa? Keine Ahnung. Aber der sieht doch ganz nett aus. Geh da nicht hoch. Das war der Freund. War das der Freund von Pesto? Ja. Okay, dann muss er sich um ihn kümmern. Über Eltern beschweren. Was war das denn hier? Wir wollen ja, dass seine Manieren sinken. Also muss er ihn anfurzen, anrülpsen. Mit Kot bewerfen. Mit Kot einreiben. Was ist denn immer falsch mit dir? Ist so. Ooh.